Mensch, 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 diese Sozis. Das war doch mal ein Wahlkampfauftakt, so amerikanisch. Und irgendwie hat uns das auch an irgendwen erinnert. Nee, so amerikanisch war es jetzt auch wieder nicht. Jawohl, das mit den begeisterten Zuschauern, die da immer so im Hintergrund rumstehen. Ja genau, daran hat uns das erinnert. Das war aber auch spannend, als uns der Steinmeier erklärt hat, was man so braucht, um eine Wahl zu gewinnen. Wenn wir beides schaffen, das bessere Programm, das haben wir jetzt, und den besseren Kandidaten haben wir gewonnen. Also, das Programm ist schon mal besser. Ja, und der Kandidat, können Sie zudem auch was sagen? Sie wissen, dass ich in der deutschen Politik, in der Bundespolitik seit 11 Jahren tätig bin, wofür ich stehe. Wofür? Das waren Krisen und Unwetter, in denen mein Handeln erkennbar war. Tja, dann erzählen Sie uns doch vielleicht lieber mal erst was übers Programm. Das Programm, was wir vorlegen, ist ein gutes Programm. Na sicher. Ich habe gestern gesagt, das hat Kante. Na nun mal nicht so bescheiden. Das Programm hat ganz deutlich mehrere Kanten. Tja, und Inhalte gibt's da auch noch. Mindestlohn, 300 Euro Steuerbonus, mehr Geld für Bildung, höhere Reichensteuer, Börsenumsatzsteuer. Oder vereinfacht ausgedrückt, immer das Gegenteil von dem, was diese Neoliberalen, was die gerade erst eingeführt hatten. Und wie hieß nochmal der Typ, der denen bei all dem geholfen hat? Ach Mensch, Herr Steinmeier. Ja, klein bisschen verwirrend ist diese Kehrtwende jetzt schon. Ich meine, warum... Erfolgreich wirken für die Menschen können wir nur... Ja, ist klar, wenn's Programm richtig ist. Nicht, wenn wir Recht haben. Ach, sondern? Sondern, wenn wir regieren. Okay, so macht's wieder Sinn. Und nach der Bundestagswahl erklärt uns der Münte wieder... Wir werden als Koalition von manchen gemessen, von beiden Seiten oder von allen Seiten, an dem, was in Wahlkämpfen gesagt worden ist. Ja. Das ist unfair. Stimmt, aber bis dahin macht's Spaß.